Unterstützung in British Pfund Schweizer Franken hat wieder gehalten. Mehr dazu jetzt bei Trade des Tages. Mir geht es hier um diese Unterstützung im Bereich von 1,10 und etwas drüber. British Pfund Schweizer Franken war ja ein sehr beliebtes Währungspaar noch im letzten Jahr, als wir diesen großen Abwärtstrend hatten und vor allem auch dann im September diesen großen Einsturz, der aber dann doch dazu geführt hat, dass wir auch sehr schnell wieder zurückgekommen sind. Und natürlich, weil es so viel Volatilität in diesem Währungspaar gab und so viele Möglichkeiten, ist er immer noch ein Währungspaar, was viele auf dem Schirm haben. Trotzdem, es ist ein bisschen langweiliger geworden in der letzten Zeit. Wir sind hier in so einer Dreiecksformation zusammengelaufen. Einerseits dieser tiefste Punkt, den wir jetzt hier seit dieser Korrektur oder seit dieser Erholung hatten, also ungefähr so bei 1,1046, knapp drunter 1,10, das waren so diese überhaupt tiefsten Punkte, und gleichzeitig kommt hier oben so eine schräge Linie herunter. An sich ist es eine Range, aber wir dürfen halt nicht vergessen, es ist eine Range hier im Wochenchart. Das heißt, wir haben aktuell noch eine Höhe von circa 320 Pips, also man kann da natürlich innerhalb der Range auch Trades machen. Wenn sie ausbrechen würde, ist es natürlich auch interessant, einerseits oben natürlich, sind wir jetzt noch weit davon entfernt, aber oben natürlich, hier wäre es der Bruch auch über diese Trendlinie drüber. Gleichzeitig ist hier der 50er Weekly und auch das Bollinger Band würde sich öffnen. Also wenn es das irgendwann mal in ferner Zukunft passieren sollte, dass wir da oben rausbrechen, könnte es ein schöner Long auch werden. Gleichzeitig, wenn es unten rausbrechen würde, also unter die 1,10, würde das auch bedeuten, dass wir das alles hinter uns lassen und auch wieder deutlich tiefere Kurse auch wieder in Richtung 1,06 und so weiter kriegen könnten. Also aus Wochenchart-Sicht, Range-Trading, Ausbruchstrading, also das Ausbruchstrading ist hier auf Wochenchart und das Range-Trading eben dann im H4-Chart zum Beispiel. Hier sehen wir nämlich, wie das jetzt sich hier darstellt, dieser Versuch auszubrechen am 25. vorgestern, und es ist nicht gelungen. Wir sind wieder zurückgekommen und gerade heute mit der Tageskerze, ich zeige sie mal, hat sich hier ein schönes Signal gebildet oder zumindest ein deutlicher Impuls gebildet, wieder, dass er nach oben möchte. Aber wir sehen, es sind trotzdem noch ein paar Widerstände jetzt hier vor uns. Hier ist unter anderem auch der 50er D1, den werde ich mir jetzt auch nochmal ganz kurz, nein, brauche ich gar nicht markieren, den müsste ich auch im anderen Chart hier drin haben. Genau, da sehen wir ihn auch. Und wenn wir jetzt uns mal anschauen, wie das so gelaufen ist im H4-Chart die letzte Zeit, da haben wir hier diese Tiefs gehabt und dann hatten wir kurz nochmal dieses Hoch und dann sind wir abgestürzt, und das könnte man jetzt noch ein bisschen erweitern, den 50er mit einbeziehen, und wenn wir den 50er jetzt noch mit einbeziehen, dann haben wir auch noch dieses Hoch hier vom 19.14. mit berücksichtigt, und dann haben wir auch jetzt diese Formation, das war ja schon von, also oben hatten wir auch schon mal gesprochen von dieser Möglichkeit dieses Double Tops sozusagen oder dieser Range, die wir hier hatten, nach unten projiziert. Das haben wir ziemlich genau erreicht. Wir haben davon gesprochen und genauso könnten wir eine ähnliche Projektion jetzt natürlich wieder nach oben machen. Ich will es jetzt aber gar nicht großartig einzeichnen, weil es im Endeffekt eh nur darum geht, wieder diese oberen Widerstände zu holen, wo ja auch dann der 50er Weekly und die schräge Linie kommt. Also ich meine die schräge Linie und dieser Widerstand aus dem Wochenchart. Und das könnte dann wie folgt aussehen. Jetzt aktuell drehen wir noch ein bisschen. Ist auch schön, dass wir vor dem Brechen des Widerstands hier nochmal drehen. Aber wenn er jetzt drüber springen sollte, das heißt zum Beispiel so 12, 15 ungefähr müssten wir dann haben, per H4 könnte man einsteigen, könnte die Stops dann unter dieses gesamte Supportband inklusive 50er Daily setzen. Dann sind wir hier irgendwo bei 35 Pips, was wirklich nicht viel ist für den British Pfund Schweizer Franken, und haben auf der anderen Seite innerhalb der Range, ohne dass wir auf dem Ausbruch spekulieren müssen, dann immer noch circa 177 übrig. Also vom Chance-Risiko-Verhältnis natürlich eine tolle Geschichte. Dazwischen Kurs zu suchen wird schwierig sein. Man könnte jetzt sagen, Glückszahl 1,1313 zum Beispiel, aber ich würde mich dann, wenn man jetzt noch ein Zwischenziel sucht, an die Weekly Pivot Points halten. Aktuell wäre zum Beispiel der R3 hier ein Beispiel, aber ich glaube nicht mehr, morgen ist ja schon Freitag, dass das jetzt noch großartig ein Thema werden sollte. Aber zum Beispiel dann auch nächste Woche, wenn das weiterläuft, dann könnten auch die neuen Weekly Pivot Points der nächsten Woche herhalten. Ansonsten, wenn man jetzt noch ein Zwischenziel sucht, im Zweifelsfall nehme ich einfach die Mitte. Also ich sage einfach, wenn ich jetzt hier den Einstieg habe, machen wir mal ganz genau, und hier oben ein Kursziel, 190 Pips sind sogar, dann kann ich davon ungefähr die Hälfte nehmen. Also etwas unter 100, jetzt mal grob gerechnet, dann sind wir hier irgendwo in dieser Region, und da sehe ich jetzt nicht viel im Chart, aber dann könnte man einfach sich so vorerst mit einem Kursziel behelfen. Wir haben auch noch die Möglichkeit, dass wir dann auch noch den 50er Daily, hier sehen wir es auch noch, wir haben noch die Möglichkeit natürlich dann in weiterer Folge, wenn aus diesem ganzen Range Trade nichts wird, dass wir natürlich immer noch nach unten den Short machen könnten, wenn wir zum Beispiel jetzt hier doch abprallen sollten am 50er. Wir haben, der wäre vielleicht auch kurzfristiger sichtbar, möglicherweise auch im Tageschart machbar. Und was auch noch vielleicht wichtig zu erwähnen ist, auch beim Traden innerhalb der Range, wenn wir von hier jetzt diesen Trade machen, da oben, das ist schon ein Kursziel, was wirklich so im Bereich von 1,14, was wirklich auch schon ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis hat, aber
es spricht nichts dagegen, zum Beispiel dann auch hier dann eine Teilschließung zu machen und ein Stückchen des Trades mit Break-Even-Stop noch weiterlaufen zu lassen, denn wenn der Ausbruch im Wochenchart dann auch noch gelingen sollte, hätte man bereits einen Trade offen. Soweit erstmal vom Trade des Tages hier von meiner Seite. Wir hören uns hier wieder morgen. Bis dann.